Ich stehe hier vor einem ganz kleinen Bild aus meinem Lieblingskabinett in der Hamburger Kunsthalle. Es ist nicht, wie man vom Format vermuten könnte, eine Plein-Air-Studie, sondern ein absolutes Meisterwerk von Caspar David Friedrich. Warum, Herr Illies, zieht uns dieses Werk so in seinen Bann? Es ist sehr klein, wir haben es schon gesagt, 18 mal 24 cm, das ist gerade so eine DIN A4-Seite. Und es hat eigentlich erstmal nichts von dem, was Friedrich auszeichnet, nicht diese wundervollen Himmel mit diesen ineinander fließenden Tönen aus hellem Gelb, Rosa, Pink und also das, wofür er eigentlich berühmt ist, diese Sehnsuchtshimmel, sondern hier ist der gesamte Himmel zugezogen mit Wolken. Und wenn man einmal näher rangeht an dieses Bild, sieht man, was er da für ein unglaubliches Naturschauspiel auftreten lässt. Man hat ganz oben ein graues Wolkenband, das nach links zu ziehen scheint. Im hinteren Bildraum, im Mittelgrund, gehen eigentlich die Wolken eher nach rechts. Da scheint also ein Gewitter vorüberzuziehen. Und es ist so eine Art quergestreiftes Bild mit ganz von links nach rechts, von rechts nach links verlaufenden Wolkenfeldern. Und irgendwie ist aber der Ausblick, die Aussicht in die weite Landschaft ist durch diese Wolken versperrt. Und ich finde es deshalb so ein faszinierendes Bild, weil es eben auf kleinstem Raume eigentlich zeigt, was Friedrich kann, was Friedrich vermag. Es gibt ein Zitat von Carl Gustav Carus, seinem engsten Freund, auch hierzu, das heißt, wie ziehende Wolken im steten Wandel begriffen, so sind die inneren Zustände des Menschen. Und ich glaube, dieses Bild übt deshalb so eine Faszination aus, weil genau das spürbar wird, dass man das Gefühl hat, man guckt hinein in den Kopf von Caspar David Friedrich und in dieses Hin und Her der Wolken, dieser Ungeklärtheit, was Wolken ja auch symbolisieren, das Wolkige, das Vernebelte, hat man wie einen Blick in das Innere von Friedrich. Und er selbst hat das auch immer wieder betont, dass diese Bilder, die er in der Natur findet, eigentlich nur Abbildungen, Widerspiegelungen seiner inneren Gemütszustände sind. Also hat man hier auf kleinstem Raum mit den Symbolen der Wolken letztlich eigentlich wie ein Meditationsbild über die ziehenden Gedanken. Es ist ja so, in der Meditation lernt man ja, man soll die Gedanken vorüberziehen lassen. Das ist genau ein Bild dafür, das einem zeigen kann, wie das über die Bühne gehen sollte. Problem ist, man schafft es nicht, weil man immer wieder an dieses Bild denkt, aber ich glaube, man kann das durchaus aus dem tiefen 19. Jahrhundert, aus tiefem protestantischen Glauben geborene Bild durchaus mit den Maßstäben des Buddhismus angucken. Das heißt, auch in der heutigen Zeit kann uns dieses Bild auch ein bisschen was über unser eigenes Inneres erzählen. Unbedingt, und es kann vor allem das Lernen, dieses Zulassen dieser Gleichzeitigkeit von Wolken, die von links kommen und Wolken, die von rechts kommen. Also das finde ich eine ganz aufregende kompositorische Maßnahme, die er hier getroffen hat. Und was genauso interessant ist, das unterscheidet eben Friedrich von den Düsseldorfer Malern doch immer wieder. Das ist in seinen eigenen Tagebüchern, schreibt er, es ist eine Erinnerung an eine Harzreise, und er hat es 1820 etwa gemalt, aber im Harz war er um 1810. Also es ist auch ein Bild, was in seinem Kopf 10 Jahre geblieben ist. Es gibt nur Bleistiftstudien dafür, und er hat 10 Jahre gebraucht, um dann diese Manifestation seiner inneren Gedanken überhaupt erst formulieren zu können. Das finde ich auch sehr aufregend. Also dieses aus der Erinnerung malen und aussehen lassen wie erlebt. Das ist etwas, was Friedrich auszeichnet, was zeigt, dass er wirklich eher ein konstruktiver Maler war. Er hat auch diese Gebirgsketten, die wir hier sehen, die sind zum Teil aus dem Harz, die kommen aber zum Teil auch aus dem Riesengebirge und zum Teil aus dem Elbsandsteingebirge. Also dieser vermeintliche Realist Caspar David Friedrich war ein wirklicher Collagenkünstler, ein konstruktiver Maler, der
Bildelemente geografisch ganz beliebig verteilt hat, das wäre den Düsseldorfern nie in den Sinn gekommen. Das macht diese Bilder aber, glaube ich, auch so brillant und die berühren einen deswegen auch so, weil er eben die Natur ganz genau studiert hat. Er hat eben hier den Brocken im Harz auch in vielen Studien auf seiner Reise festgehalten. Aber im Endeffekt, um dieses Gefühl vermitteln zu können, was sich hier jetzt nach 10 Jahren in seiner Erinnerung und in seiner Fantasie verfestigt hat, fügt er eben ganz unterschiedliche Bruchstücke zusammen mit auch ganz erfundenen Szenen, um dieses eine Gefühl dann vermitteln zu können. Und ich glaube, deswegen können wir das auch so gut nachempfinden, weil es eben nicht nur eine Ansicht ist, sondern weil er ganz viel Reflexion und Arbeit da reinsteckt, das genau so zu komponieren, dass es uns berührt. Ja, und das ist genau das, was hier geschieht. Hier hat jemand 10 Jahre sich selbst studiert, 10 Jahre die Natur studiert, hat dann dieses Bild geschaffen, 1820, vor exakt 200 Jahren. Und es berührt uns im Jahr 2020 sofort und direkt. Und da sieht man, was große Kunst vermag. Und ich denke, gerade in diesen Zeiten, in denen wir alle auch nicht reisen können, vermag es eben uns ein Sehnsuchtsbild zu sein für die einzigen Reisen, die wir im Moment unternehmen können, nämlich die Reisen in unser Inneres und die Reisen mit und in diesen Bildern. Ja, und wir können sehnsuchtsvoll aus unseren Wohnungen hinauf in den Himmel gucken und sehen, dass die Wolken die einzigen sind, die derzeit ohne Corona-Tests und Quarantäne international über Landesgrenzen hinweg ziehen können. Und das ist auch faszinierend. Die Wolken, die wir heute sehen, das sind dieselben Wolken, die Caspar David Friedrich 1820 gesehen hat. Und 200 Jahre später sind wir auch im Inneren eigentlich nicht viel weiter gekommen als er. Danke. Ich denke, das können wir allen Zuschauerinnen und Zuschauern auch ans Herz legen, sich auf ihre Balkone zu setzen und in den Himmel zu schauen, so lange, bis wir dann hoffentlich im neuen Jahr wieder gemeinsam diese Bilder auch im Museum betrachten können. Danke Ihnen. Vielen Dank.